Wir machen jetzt mal die maritimen Missionen, die wir bei unserem guten alten Captain hier starten können, beziehungsweise nachher starten müssen. Dass wir die dieses Mal machen. Wieder da? Was hast du diesmal für mich? Ich was für dich? Mit dem Seebären Bären aufbinden, nicht mit mir. Bring mehr. Okay. Dass wir dann mal die Captain Kids Dinger machen, obwohl die würde ich vielleicht alle ganz gerne sogar in einem Stück machen. Vielleicht wäre das smarter. Aber wir haben eh die nächste Hauptquest hier, und zwar Sequenz 11, die Schlacht von Chesapeake. Gucken wir mal. Oh, okay, dafür muss ich einmal hier runterreisen. Das ist New York, oder? Ne, New York ist da. Ja, unten denn für ein Nippel? Miss Washington fast sein, oder? Washington liegt doch auch am Meer, oder? Moment, wir haben ja alle Zeit der Welt. Das ist jetzt gefährlich, deshalb wissen wir, ob Washington am Meer liegt oder nicht. Aber wenn, also es ist auf jeden Fall auch Ostküste. USA. Maps. Maps. So, gehen wir direkt auf Google Maps, machen wir uns das einfach. Wahrscheinlich könnte ich einfach da hinreisen, dann würde ich es wissen, ne? Aber ich will es jetzt selber rausfinden. Da ist auf jeden Fall der Bundesstaat Delaware. Ne, Washington ist... Das ist eine erstaunlich genaue Karte. Washington ist... liegt ja quasi am... ja, ein bisschen mehr. Hier ist Washington. Und das hier unten ist der Bundesstaat Baltimore. Aber da ist nichts Besonderes. Aber nichts Besonderes im Sinne von Großstadt. Oder halt New York ist da drüber, ja klar. Gut. Genug gelabert, starten. Blockade durchbrechen, um in die Bucht zu gelangen und gleichzeitig den Schiffen der Loyalisten ausweichen. Die maritime Mission starten, also wahrscheinlich, damit wir dann da nach Washington können. Let's go. Okay. Awkward Situation kurz. Weiter. Chesapeake Bay, 5. September 1781. Lafayette versprach mir eine Flotte ohne Gleichen und einen furchtlosen Captain. Stattdessen begrüßt mich ein alter Kahn und ein verkleidetes Bürschchen. Ich verspreche, mehr brauchen wir nicht, Admiral. Das bezweifle ich, doch Bettler haben keine Wahl. Hm? Ah, jo, die hat man schon gestartet letztes Mal. Sie gehören euch, falls wir das überleben werden. Also, was soll ich tun? Haltet die Bucht, während ich die Flotte angreife. Sollten sich britische Schiffe nähern, zerstört sie. Sie dürfen nicht nach Yorktown. Kurze Vorwarnung, könnte laut werden. Oh ja, ich mach schon leiser. Das ist zwar Feeling, aber es ist auch sehr laut. Na dann Abfahrt. Das ist die falsche Richtung. Korrigiere den Kurs. Moment, vor mir kam irgend so ein Wrack. Wo ist das? Mächtiger Gott! Die Hölle ist ausgebrochen. Los, los! Wenn jemand hier aufhalten kann, dann wir. Ich hoffe nur, der Admiral kommt schnell zurück. Der Feind! Das ist bis jetzt. Erstmal ausrichten hier. Kann ich nicht schießen? Volle Breitseite. Feuer!
Nice. Schiff mit einer einzigen Breitseite zerstören. 3. Oh, ein bisschen Kurbel, halbes Segel. Feuer! Nachladen, Männer, nachladen. Wir machen danach nicht weiter. Feuer! Ey, was bringt nicht viel? Jawohl, die Hammer. So, hier sind die nächsten. Wenn wir direkt übel krass ins kalte Wasser geworfen. Oh, ein bisschen Gas, wo wir hinterherkommen. Ich glaube, Rambock haben wir leider nicht, ne? Aber die kann man trotzdem mal einfach wegrammen, maybe. Und den Kleinen, die werden das... Hänge ich da weg, oder? Den ich überhaupt treffen kann, die sind halt schwerwendig, ne? Aber ich hatte auch mal andere. Oh, okay. Hammer! Wir hatten eine Schüsse auf Pulver. Die ganze Zeit auseinanderjagen. Ist ja gar keiner. Ganz schön viel AP gerade. Ich muss einmal kurbeln. Die sind wieder hinter mir. Das ist ganz schön offiziell. Ich kassiere gerade übel. Feuer! Na komm schon, Jungs. Halbes Segel und dann machen wir Jalla. Oh, ein bisschen Gas geben. Haben wir. Sauber, Männer. Ach du Scheiße, was? Ich verliere auch die ganze Zeit HP. Ich verliere nicht HP, aber... Ich bräuchte mal wieder ein bisschen HP irgendwie. Der hat dich getroffen. Der hat dann schon eben geschossen. Komm schon. Du bist nicht dahin. Ah, ist riesig! Jawoll! Nochmal! Ja, verbündete Verschwündete, sag ich immer. Das muss reichen. Au! Wie das? Ja, jetzt vorbei. Obwohl.
können viel schneller nachladen. Jawoll, ey, endlich, meine Güte. Gut, das hat ein bisschen gedauert und war ein bisschen stressig. Aber ich glaube, wir konnten gar nicht sterben, wenn ich ehrlich bin. Also, da war dann so, weil wir waren ja auch auf 0 HP so. Aber das war verdammt geil. Ich glaube, hier haben sie ein bisschen Blut geleckt für den vierten Teil, kann ich mir vorstellen. Oh, das war es auch mit den Verbündeten, okay. Mach's gut, Jungs. Hier immer noch runterklettert. Da ist auch keiner mehr. Ja, da hinten ist halt wirklich. Ja, die Hölle bricht los, trifft's ganz gut, ey. Holy shit. Vorsicht, Captain! Auf Backbord! Backbord, Captain! Kriegsschiff! Ach du Scheiße. Kriegsschiff war ein, das heißt, es gibt hier immer der Call für abhauen. Okay, dann gehen wir an Bord halt. So, komm auf Kuschelkurs hier. Boom! Moin Männer! Alles fresh? Kommt mal her, Jungs. Ich muss noch ein paar von euch per Konterattacke töten. Aua! Leute, die haben mir Mate von unten geschossen. Au! Und ich krieg keine Schusswarnung. Das ist ganz schön assi. Komm mal her. Jetzt rennen wir da hinten rein. Mach's gut, Capitano. Das ist schon verdammt geil. Also daran erinnere ich mich zwar überhaupt nicht mehr tatsächlich. Weiter! Wo fahrst du? Okay, na nochmal. Das war komplett verbuggt gerade. Alter, das ist immer noch super weird. Hat funktioniert, oder? Die Franzosen kommen! Es heißt, ihr hättet das Kriegsschiff alleine versenkt, interessant. Vielleicht hat Lafayette nicht übertrieben, als er eure Fähigkeiten beschrieb. Wie versprochen gehören meine Schiffe euch. Wie können wir helfen? Fünf von ihnen müssen in den Hafen New Yorks unter britischer Flagge. Wartet, wartet.
Ich dachte, ihr wolltet ein paar Piraten verschenken oder Fracht transportieren. Stattdessen bittet ihr uns was? Den Ort zu zerstören? Nein. Natürlich nicht. Ah. Nur ein Teil davon. Erklärt mir das. Ich muss ins Fort George eindringen. Doch es wird gut beschützt. Euer Beschuss wird die Mauern sprengen und die Wachen zerstreuen. Und ein Schiff unter französischer Flagge käme nicht nahe genug heran. Dann ist der Plan klar? Keineswegs. Aber ein Versprechen ist ein Versprechen. Auch einem Irren gegenüber. Ich entfache ein Signalfeuer, wenn die Zeit für den Angriff gekommen ist. Ihr habt ihn gehört. Steht ihre Flaggen, damit wir sie hissen können. Beeilung! Das war eine verdammt coole Mission, an die ich mich überhaupt nicht mehr erinnern konnte, tatsächlich. Aber die war echt geil. Ich freue mich auch schon wie ein kleines Kind auf Assassin's Creed 4, ne? Wie ein kleines Kind freu. Oh! Hallo Connor, grüß dich. Hallo. Ist alles vorbereitet? Ja, Lafayette wartet schon in den Tunneln unter der Stadt. Nice. Hinkerbeins Klunker. Befreiungsmission. Nicht gesucht? Nein. Nein. Okay. Unsichtbare Gegner sind nicht so nett. Streichest du? Na? Kann ich nicht streichen. Und irgendwer hatte sich da verschanzt, ne? War das nicht sogar Lee, der sich da verschanzt hatte oder so? Wir können Westbezirk finden. Hm? Mister, könnt ihr mir helfen? Mensch. Mein Vater ist sehr krank. Ist er braucht einen Arzt. Ausgeborgen. Könntet ihr ihn zu einem tragen? Ich hoffe für meinen Sohn, dass ich überlebe. Wo hast du dich angesteckt? Ich weiß nicht. Hab mit keinem Kranken gesprochen. Moment, hier oben kann ich nicht. Okay, sehr weirde Wege. Aufs Feuer schmeißen. Und nun? Ihr seid wenigstens kein Unmensch, wie die meisten hier. Alle, die immun sind, sind bereits geflohen. Feiglinge. Und wer bist du? Jamie Colley. Macht weiter mit dem, was ihr hier tut. Sonst tut es keiner. Wenn wir beide uns darum kümmern, kriegen wir diese Epidemie vielleicht in den Griff. Ich tue, was ich kann. Ich werde jetzt diesen Ärzten helfen. Kommt zu mir, wenn ihr meint, dass ihr fertig seid. Vielleicht fällt uns noch was ein. Ah, fertig, womit? Sicher getrunken. Die Seite. Ich bin vorbeigesprungen. Was? Fort Washington entdeckt. Ah, da. Wer ans Vor herankommen. Boah, will ich das jetzt infiltrieren? An sich ja schon, ne? Danach habe ich halt wieder diesen anders heftigen Bekanntheitsgrad, aber was willst du machen? Diese Angeberei wird den Wachen nicht gefallen. Eine Wache liegt gleich am Boden da hinten. Dein Leben ist auf! Das Tor ist zu. Was machen wir das denn jetzt?
Wie komme ich da anderweitig rein? Warum käme ich auf jeden Fall schon mal da hoch? Da ist die Tür jetzt offen, die geht aber zu, sobald ich da reingehe wahrscheinlich, oder? Oh Jungs, ich muss ganz kurz hier rein. Danke. Aua. Du warst auch nur ein Opfer meiner Kombi. Hallo, anzünden. Achso, anonym werden, hoppla. Aua. Mach mal, wenn ich das ist nicht nett. Hab mich wer gesehen? Nein, ich glaube nicht. Wie der hier aussieht. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ja, da ist er weg. Komm, dreh ich mal um. Oh, ist tatsächlich zugegangen, ne? Ist das eine Schlangengrube? Bevor der umdreht, liege ich 3 Jahre in dem Ding drin. Oh, Zündung hier! Und du? Da hinten ist noch ein Ziel auf jeden Fall. Ja, hab ich gesehen. Drüber geschossen, du Opfer. Halt so asozial eigentlich, ne? Aber es ist halt. Oh Gott, was passiert denn mit dem? Ich mein Pfeil wieder. Geht doch einfach nach Hause, Leute. Alle, die nach Hause gehen, denen passiert nichts. Anonym werden, scheiße. Hört mal alle. Noch mehr, ja? Da steht hier gerade eine Frau. Und im Busch sein. Und ich bin anonym. Jetzt mit dem Danke oder sowas. Du Huthalbträger. Oh, der Typ ist sogar noch hier, nice. Als einziger. Drei Pfeile sogar, obwohl ich nur einen reingejagt habe. Das hat sich ja, gelohnt hier, hör mal.
Hat sich ja fast gelohnt. Moment, das musste ich mit dem Handballen machen, dann war das einfacher. Nice. 7500, geil. Was tun wegen dem? Ah ne, die Flagge muss ich noch hissen. Oh, links England hier. Mach mal weg den Quatsch. Nehmen wir hier mal die richtige Flagge auf. Oh, sieht gleich viel besser aus. Oh, eine längere Sequenz. Fort Washington steht nur unter Kontrolle der Patriots. Niedrigere Steuerung für Handel, cool. Und ich bin automatisch wieder inkognito, das ist auch nicht schlecht. Oh, hoppla. Gerade mit. Animationshöhe passt halt null. Hallo Hundi. Ich glaube, der Hundi sollte eigentlich das Dings beschützen. Das hat ja gut funktioniert. Der versteht was von seinem Job. So, wo müssen wir denn hin? Wir müssen hier runter. Hauptmission. Dann nehmen wir doch alles, was auf dem Weg ist, irgendwie mit. Angefangen mit diesem Schatz. Okay, bevor wir dann die Hinkebein-Dinger machen, gucken wir, dass wir möglichst alle Quests haben. Machen wir einen Tag, wo wir halt dann nur die Hinkebein-Quest und die maritimen Missionen halt knallen. Weil das ist halt auch, also das gerade war schon verdammt geil. Aber wir werden die Woche ein bisschen weniger streamen, im Allgemeinen. Heute hatte ich nochmal einen Elektriker im Haus, der kommt am Mittwoch nochmal, aber Mittwoch ist ja sowieso kein Stream. Wir müssen diese Decken schnell verteilen. Dann werden wir die Bettler los. Die Stadt ist ohne sie besser dran. Sind sie gut abgerieben? Ja, keine Angst. Sie sind mit Pocken vollgesaugt. Gut, beeilen wir uns. Diese Leichen stinken fürchterlich. Soll ich die töten? Nieder! Ah, verbrennen. Unsichtbare Gegner ist anscheinend mittlerweile ein Ding, genauso wie unsichtbare Kutschen. Hilfe! Mama?
Was passiert? Hilfe? Kann keine Schnellreise hierhin machen. Und nicht zu dem Hafenmeister, ich würde ganz gerne noch ein bisschen nebenbei zusammen sammeln. Ich weiß nicht, was das war, aber normal war das nicht. Das war ein bisschen länger. Okay, dann nehmen wir halt von hier. Hier von alles mit weiter weg. Links. Hm. Die besten Reisen! Der New York Chronicle! Hier für nur einen Pfennig! Die sind nicht so schwer zu fangen wie die Shanties in 4 tatsächlich. Also die Shanties in 4 sind deutlich schwerer zu fangen. Da haben wir noch einen Aussichtspunkt. Den haben wir aber schon. Oder haben wir den schon? Wo ist der Unterschied zwischen haben wir schon oder haben wir nicht? Ich glaube, wenn wir den schon haben, dann sind die komplett weg, ne? Oder sind die alle so markiert? Ich weiß es gerade nicht. Muss man einfach zu dem gehen. Gucken wir mal, ob das nochmal bringt. Ich weiß ja gerade nicht mehr, ob das Symbol noch da ist, wenn man den schon erkundet hat. Und da der hier so weird auf einer Ecke steht. Dein Leben ist aus! Dein Leben ist aus, Bro. Man kann sich auch 4-mal verdrücken. 3-mal. 3-mal verdrückt. 3-mal aus dem B gedrückt. Hallo? So, assi. Weiter hoch. Ja, genau. Guter Junge. Ne, guck mal, genau, den hatten wir nämlich noch gar nicht. Hier unten ist noch ein Schatz auf einem der Schiffe. Wer sich so aufhört, kriegt sein Spielzeug. Ich würde sagen, nicht ins Wasser. Nicht so lecker hier. Tomate. Wieder schnallen. Als. Wir machen auch mal einen Tag, wo wir dann komplett alles looten. Also alles looten, wo wir nur looten. Quasi. Wenn so viel Zeug ist, müsste das ja eigentlich nicht mehr sein. Versuchen wir mal, mein Spielzeug abzunehmen, Alter. Wird nicht funktionieren. Hier da oben. Was ist mit lumpiger Macaroni? Bitte was? Ey, was schlafest du?
Hätte ich besser von der anderen Seite kommen sollen. Aber hat funktioniert. Nicht ins Wasser! Nice. Zumindest ein bisschen noch auf dem Weg zur Quest durchlooten. Moment, die Quest ist weg? Nee, nur ist ein Bonus auf einmal darüber von der Schnellreise. Wow. Ja, wohin muss ich? Kann ich in die andere Richtung? Abend. Max, es ist wichtig, ich kann. Connor! Kartuschentasche. Dieser Tunnel führt in den militärischen Bezirk. Und der Admiral? Er wartet auf das Signalfeuer. Und dann beginnt er den Angriff. Und wir werden auch da sein. Ja, mit seinem Fleischerbeil ist so geil. Oh, oh, mein Spiel ist abgestürzt. Ja, mit seinem Fleischerbeil ist absolut Premium. So, da starten wir mal gerade neu. Gute alte Beliebig-Taste. 50%, aber wir haben gerade 2% voll gemacht, krass. Okay, wir werden einfach in die Katze reingeschmissen, gut. Cool, das war's auch mit Cutscene. Zeit für Erreichen des Signalturms. Weg nicht entdecken lassen. Das wird ja interessant. Ich sag mal so, vielleicht werde ich das mit Gesundheitsverlust schaffen. Moin. Das war ein cooler Sprung. Nein, sieh mich nicht. Schneller. Um die Ecke, Mr. Thaddeus. Nein, da ist noch einer. Denn du hast mich nicht im Visier, Bro. Schlimmer. Da habe ich es nämlich tatsächlich gerade geschafft. Die Waschlappen mich jetzt nicht sehen. Knapp, aber eng, aber geil, ne? Macht man bekanntlich nicht wieder runterfallen. Alter, leck mir am Arsch. Puh. Wow, Zunder hier. Oh.
Das ist schlecht. Charlie eliminieren. Bleib mal weg. Ich bin nicht in der Verfassung zu kämpfen. Ich muss den Wachen ausweichen. Wo bist du, Charles? Fort. Hiefschlag. Komm schon. Du bist mir nicht gewachsen, Connor. Trotz allem Geschick bist du nur ein Kind und musst noch viel lernen. Gib mir Lee! Unmöglich. Er ist unsere Hoffnung für die Zukunft. Die Schafe brauchen den Hirten. Er wurde entlassen und getadelt. Er kann dir nun nicht mehr helfen. Ein kurzzeitiger Rückschlag. Er wird rehabilitiert. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Du tust, als hättest... Erstmal, glaube ich, soll ich ihn nur dodgen. Aua. Und mich und die Meinen zu verurteilen. Obwohl alles, was ich dir zeigte, was ich sagte und tat, klar das Gegenteil bewiesen hat. Wir haben deinem Volk nichts getan. Weiß ich, tue ich doch. Ich weiß nicht, was das Spiel gerade von mir will. Wir unterstützen die Kurs. Wir wollten dem Land Einheit. Ich weiß halt nicht, wo ich jetzt hin muss. Jetzt muss ich erstmal gucken, okay, an die andere Flasche. Unter uns wären alle Menschen gleich. Gib auf und ich verschone dich. Große Worte von einem Todgeweihten. Geht es dir besser? Auch wenn es scheint, als würdet ihr siegen, stehen wir wieder auf. Und weißt du warum? Unser Orden entstand aus einer Erkenntnis heraus. Wir brauchen kein Credo, keine Belehrungen durch verzweifelte alte Männer. Wir brauchen nur die Welt zu sehen, wie sie ist. Und deshalb werden die Templer niemals untergehen. Glaube nicht, ich hätte vor, deine Wangen zu streicheln und mir Fehler einzugestehen. Ich weine nicht und frage, was hätte sein können. Das verstehst du sicher. Ach, dennoch bin ich irgendwie stolz auf dich. Du besitzt große Entschlossenheit, Stärke, Courage, alles edle Tugenden. Ich hätte dich längst töten sollen. Ohne Giwahi-Lagini. Wir haben ein Problem. Haytham hat das Amulett nicht mehr. Aber der Tempel schickt noch Daten. Da muss noch mehr dran sein. Nur ein Weg, es herauszufinden. Das hatte ich jetzt nicht erwartet.
Okay, haben wir mal kurzfristig Haven abge... abgeflachtet, mehr oder weniger. Na gut. Ich bleib mal weg, weil da wird jetzt bestimmt, werden wir jetzt aus dem Animus geschmissen. Fans 11 beendet. Mein Vater ist tot. Charles Lee führt nun den Templerorden an seiner Stadt. Ich weiß nun, warum dies ein ewiger Krieg ist. Für jeden geschlagenen Stein kommt ein neuer aufs Spielbrett. So geht es hin und her. In aller Welt. In allen Zeiten. Manchmal verliere ich den Glauben. Doch ich darf mich meinen Zweifeln nicht ergeben. Das Volk braucht mich. Jetzt mehr denn je. Ich muss die Templer stoppen. Ich werde Charles Lee töten. New York, 1782. Ich einen der Rotröcke getötet. Okay, krass. Dann war es das mit Haven an der Stelle. Wir haben ein Ziel. Wir sind heute hier, um eines Mannes mit einer Vision zu gedenken, der die Welt verändert. Oh. Und das ist Lee, der da redet. Seht euch um. Im Moment bereiten die Briten den Rückzug vor. Ihr Wille gebrochen. Ihr Heer zerschlagen. Als nächstes sind die Führer der Patrioten dran. Entweder finden sie zu uns. Das ist zu einfach. Er schickte mich fort. Damals in Fort George. Er sorgte sich um mich. Ich hätte bleiben sollen. Er sagte, es sei ungefährlich. Er lag falsch. Ich töte dich, Connor. Das schwöre ich. Nicht hier jedoch. Nicht heute. Nein. Erst zerstöre ich alles, was du liebst. Ich werde deine Siedlung niederbrennen. Und die Köpfe deiner geschätzten Gründungsväter in den Flammen rösten. Und wenn ich fertig bin, verbrenne ich den ganzen Rest. Deine fröhliche Assassinenbande, den menschlichen Abschaum, der auf deinem Land lebt, dein Dorf und seine Bewohner, alles wird brennen. Versuche es, Charles. Doch wie all deine Pläne wird auch dieser ein Fehlschlag sein. Bringt ihn auf die Füße. Er soll warten. Er soll zusehen. Und dann, wenn er mit ansah, wie sein ganzes Lebenswerk zerstört wurde, erst dann erlaube ich ihm zu sterben. Bringt ihn weg. Schade, dass du nicht stirbst. Kommt her, Jungs. Reitsch die Schweine! Gut so, Junge. Nein, du kannst nicht schießen. Du hast durch den Wagen geschossen. Batz, batz! So, nämlich. Ich hätte ganz gerne wieder mein Zeug. Ich hätte mir so ein Schussdings holen sollen eigentlich. Aber der Typ kontert mich andauernd. Soll der Effekt eigentlich immer noch drauf sein? Ich
Aber hat der echte Dreier Kombi gemacht, der Wichser. Freie Schussbahn! Nee, lass ab. Wo ist Charles Lee hin? Am Hafen. Er nimmt eine Fähre. Warum sagst du ihm das? Einmal kurz den Marktschreier bestechen. Ich glaube nicht, dass der Effekt noch drauf sein soll, eigentlich. Aber okay, wer bin ich darüber zu judgen? Moment, das ist nicht das Schiff, sondern ganz da hinten. Ach du Scheiße. Ja gut, dann wollen wir mal ein bisschen paddeln. Was ist da für ein Hausboot, ein riesiges? Achso, eine Fähre wahrscheinlich, wa? Ich muss hier noch da vorne, gehe ich nicht besser an die Treppe? Wir werden auf die HMS Jersey klettern. Und die Treppe sollte vielleicht doch vielleicht nicht nehmen. Kann ich hier? Ich muss sie. Ah, nice. Hier rum werde ich nicht können. Ah, Moment. Yo, I've got it. Okay, ich brauchte gerade einen kurzen Moment, um das zu rollen. Du hast mich nicht gesehen. Einer ist okay. Entweder drehst du dich wieder um und gehst, oder kommst du jetzt hier hoch. Ich meine, da töten darf ich ihn nicht. Weil dann sieht er die Leiche gleich. Oh lol, okay, ich dachte, ich darf 15 von 15 töten. Okay, ich hab das Spiel... ...wollte nicht, dass ich bereits drauf bin. Na, als ob ich runtergefallen bin. Als ob, echt jetzt?
Dieser Effekt dabei, dass ich fast drauf gehe, macht es auch nicht viel besser, ne? Jetzt kann ich immerhin so viele Rotröcke töten, wie ich wüsste, ich bin. Connor, hör auf! Eins noch nach oben. Ja, und jetzt hier rüber, genau, danke. Braucht man schon ein bisschen. Ja, da hat sich aber nicht beschwert über seinen Kollegen, der da tot rumliegt. Für uns. Vielleicht sollten wir das in meiner Kajüte besprechen. Okay. Wir versuchen uns mal weiter außen lang zu hangeln. Hier ist doch keiner. Der Kollege, glaube ich, geht jetzt baden. Komm zurück, du Hosenlatt! Noch keiner. Was ist dein Problem, Bro? Ist doch keiner. Das ist schlecht. Wo willst du denn hin? Der Bastard rennt weg. Er versucht abzuhauen. Komm zurück, du Hosenlatz. Der Bastard rennt weg. Was? Wer? Als ob der Typ mich gesehen hat. Ey, komm. Er hat mich halt nicht gesehen. Ja, dann lasse ich den Typen halt am Leben. Hat er nochmal Glück gehabt. Nee, der muss sterben. Dann sieht er mich, wenn ich hier weiter lang klettere. Oder hat der andere mich jetzt nicht gesehen? Okay, soweit so gut. Würde ich ganz gerne versuchen, mich da dran zu hängen, ihn dann quasi wegzuschmeißen. Der ist Hundefutter. Mein Kopf war versucht, aber ich wollte ihn einfach nur runterziehen. Stattdessen klettert der ganz da hoch. Ich lasse mich nicht aufregen von dem Game. Heute ist Montag, das funktioniert heute so. Muss heute so sein, sonst wird kein Montag. Aber nicht so. Dass die dadurch halt sterben, ist halt weird.
Also wenn man, ja natürlich, wenn man drüber nachdenkt, natürlich nur. Weil eigentlich, mein gut, die fallen jetzt aus, ja okay, das hat mal 5 Meter sein. War das schon ein bisschen mehr wahrscheinlich, aber solange wir jetzt nicht enorm beschissen fällst, überlebst du das. Mit etwas höherer Wahrscheinlichkeit. Das will ich nicht! Wieso will er da immer so rüberklettern, so hochklettern? Es ist so dumm! Diese Steuerung ist zum Kotzen! Alter, ein viertes Mal, weil die Steuerung einfach sowas von dumm ist! Mann! Ja, da gibt's ja schon keine Mühe mehr beim Schreien, ey. Moment, reicht das hier? Nee. Ja, hierhin wollte ich die ganze Zeit schon. Moment, wie machen wir jetzt weiter? Soll ich denn da hinkommen, Alter? Vor allen Dingen ohne bemerkt zu werden. Erstmal muss der da andauernd steht, auch fliegen gehen. Hat eine Leiche gerade entdeckt. Ich bewege den linken Stick nur minimal und er macht komplett zwei verschiedene Dinge. Und zwar nach oben und nach unten klettern. Nein, das soll so nicht sein. Bringst du jetzt da hoch? Nee, nicht? Okay, dann nicht. So, was ist mit dem Typen, der hier die ganze Zeit stand? Nehmen wir um, der kommt da gerade. Dazu kein Kommentar mehr ab, das ist mir einfach zu dumm. Das ist mir halt legit einfach zu dumm. Was soll ich dazu sagen? Außer Bullshit. Sobald irgendwas passiert, was dem Spiel nicht passt, werde ich gesehen. Weg für nichts. Der sieht mich nicht. Warum ich euch nicht ins Meer werfen lassen sollte. Kein Grund für Hastigkeit. Gib mir nur etwas mehr Zeit. Ich suche auch die anderen Schiffe ab, wenn ich muss. Es gibt sicher Gefangene, die euren Ansprüchen genügen. Nun gut. Ihr habt 2 Tage. Danke. Stellt euch in der Green Dragon Tavern in Boston mit den gewählten Männern vor. Dort treffen wir euch mit unserem Anführer. Aha. Ohne einen Konflikt auszulösen, den Captain der HMS eliminieren. Da geht nur eins von beidem, aber ich mache das zweite gerne. Stopp!
Warte, ich dachte vielleicht, das funktioniert beides sogar. Ich dachte kurz, funktioniert vielleicht beides. Gucken sie da oben. Werden sie Assassinen. Lappen. Kann ich eigentlich eine Schnellreise wegmachen? Ja, weg. Schnellreise nicht verfügbar. Belastend. Deswegen wahrscheinlich. Oh, lol. Okay. Da gehen wir jetzt in eine Sequenz. Okay, heißt zurück nach Boston. Heißt zurück nach Boston. Da machen wir mal so eine Schnellreise hin, da müssen wir nicht durch Grenzland fummeln. Moment, ich war doch gerade. Machen wir mal zu einem. Machen wir zu dem Boy hier unten. Was? Nein, ich will den eigentlich nur markieren. Dann nehmen wir noch den Hinkebeins Klunke auf dem Weg dahin mit. Oh Jungs, wenn ihr keine Fettsäcke wärt, würde ich mich mit euch anlegen. Aber ihr seid Fettsäcke und ihr nervt zu fighten. Will er denn beweisen? Die verstehen keinen Spaß, wenn man seine Waffe zeigt. Wie sich aber alle Leute darüber beschweren. Oh. Komm her und versuchen, mein Spielzeug abzuholen, Junge. Try it. Ich habe keinen Bock auf nass werden. Immer wieder die Verlockung, den einfach anzugreifen, ne? Einfach mal in so eine Gruppe rein. Was zückt der hier seine Waffe? Nee. Was den Zahn zu schlagen. Moin. Was? Oh lol. Als ob ich hier Verbesserung für, oder okay, die sollten wir auf jeden Fall kaufen. Alter, das ist teuer. Holy shit. Boah, das ist halt geil, ne? Wir müssen auf jeden Fall vor dem maritimen Run, ein bisschen Verbesserung kaufen. Das wusste ich gar nicht. Cool. Boston. Ja. Ein bisschen Mörd, hey. Wir haben auch schon die nächste Quest. Mal ganz kurz gucken, ob ich vielleicht Zeug verkaufen kann. Er ist wohl nicht von hier, so wie der sich gibt. Was zückt der hier seine Waffe? Ja, mach ich. Hol den damit. Moin. Zum Geschäftlichen. Verkaufen. Bringt nicht so viel, ich sag alles. Scheiß auf diese Herausforderungsdinger, die sind halt. Was braucht ihr, mein Herr? Ich würde ganz gern gehen. Danke. Die Waffe ist ja bald los, wenn er weitermacht. Er geht mir langsam auf den Sack, dass sich jeder darüber beschwert, aber ich mag es halt mit dem Tomahawk umzuspielen. Außerdem will ich das ausnutzen, weil wir haben ja Tomahawk nicht mehr so lange. Dann meint nämlich nur noch dieses Game. Die Wachen haben wenig Geduld für gezogene Wachen. Ja, dann sollen die Wachen halt heulen gehen, meine Fresse. Die Patrouille wird ihn noch entwaffnen. Runter, du Spinner! Schnauze. Aufs Pferd.
Nicht aufs Pferd, neben das Pferd. Naja. Da, wo alles angefangen hat. Brauchst du was, Süße? Nein. Ach, Rüpel. Kann ich euch helfen? Das weißt du doch. Pardon? Oh! Ich verschwende meine Zeit nicht gerne. Hör auf! Ich rufe sonst die Wache! Ein Mucks und du stirbst. Was wollt ihr denn? Er ist im Hafen, am Lompier vermutlich. Wir hörten, was bei der Parade geschah. Charles wurde ganz nervös. Er sagte, er verlässt das Land. Ich dachte, er übertreibt nur. Oder nicht? Oh. Vielen Dank. Die in der Nähe des Hafens finden. Hier ist noch eine Truhe drin. Die Moneten haben Vorrang. Musste ich was knacken, aber die hat auch nicht so viel Gold leider. Pfund. So. Die Richtung des Hafens. Hier haben wir gar nichts mehr. Was haben wir hier denn noch? Schläger von Boston. Boston haben wir schon ziemlich leer gelootet. Was soll? Ich gehe besser woanders. Mit gezogener Waffe wird man hier in Eisen gelegt. Der ist wohl nicht von hier, so wie der sich geht. Da kann ich durch. Er sollte seine Türen immer zumachen. Dafür sind Türen da. Könntet, hab ich hier für euch gute Leute gesammelt. Wenn ihr dann solltet ihr abgehen. Eine Kommen oder 10 das Netz. Keine Angst vom Seeteufel. Schmeckt viel besser als auch. Was ist da bald los, wenn er nicht... Das ist die Synchronstimme von Edward Kenway. Und wieder nass. Adler aktivieren und nach einem goldenen Ziel suchen. Seht euch das an! Ein Sperrgebiet? Nicht am Steg. Oh mein Gott, das ist er. Wieso hältst du an, Connor, im Gas? Bleib der stehen, der Dulli. Wir sind noch am Steg, wo alles angefangen hat, ne? Warte, wie nett. Ich hab jetzt bleibt der stehen schon wieder. Hallo?
Alter. Feuer kann ich nicht einschätzen in dem Game, ne? Weiter. Du hättest schon Pfeile ins Knie jagen können oder so. Wieder gehen oder? Wir schmieden neue. Du streckst dich an, aber es endet immer gleich. Die, die dich kennen, halten dich für irre. Und zwar deswegen. Auch die, die du retten wolltest, wenden sich nur von dir ab. Doch kämpfst du. Widersetzt dich. Warum? Weil es sonst niemand tut. Er hat überlebt. Als habe ich es nicht gebacken bekommen, aber ihn zu töten. Er hat halt überlebt. Ach Connor, kannst du doch besser. Lang einwärts, nahm eine Fähre, den Charles River hoch. Ich werde auch dahin müssen. Natürlich. Sagt einfach Bescheid. Jagd auf Lee. Ja, da wäre er zu einfach gewesen. Ihn einfach abknallen wäre ja zu easy gewesen. Ja gut, die Verfolgungsjagd war halt giga weird und giga buggy. Oh, wo bin ich denn? Okay. War ganz schön lange gebraucht, wenn wir uns hier so hingekrüppelt haben, ey. Noch ein Stück. Alter, bist du langsam, da kannst du die Cam wieder vereinschalten. Oh, guck mal, hier sind wir schneller.
Das passiert jetzt alles sehr schnell auf einmal. Versuche ich gar nicht jetzt auszusprechen. 6 Monate später. Sollten Sie das hier lassen? Oh. Schon lange haben wir auf deine Rückkehr gewartet. Du hast getan, was du solltest. Du hattest Erfolg. Nein, ich habe versagt. Mein Volk ist fort. Von denen verjagt, von denen ich mir Schutz versprach. Es ist ein Tausch. Eine Art Opfer. Und nicht umsonst. Denn du fandest es. Das? Nun musst du es verstecken, wo niemand danach suchen wird. Und dann bei Zeiten, was einst war, wird wieder sein. Das verstehe ich nicht. Brauchst du nicht. Tu nur, was wir sagen. Danach mach, was du willst. Was ist mit meinem Volk? Du hast diesen Ort gerettet. Das war deines Volkes Aufgabe. Das ist das Wichtigste. Es ist nicht genug. Es wird nie genug sein. Du strebst nach etwas, das nicht existiert. Doch hast du etwas bewirkt. Und das wirst du wieder tun. Denk daran, du musst das Amulett verstecken, wo niemand es findet. Am besten irgendwo so auf den Meeresgrund werfen. Wenn das Ende gegen Lee nicht so verbuggt gewesen wäre, wäre es cool gewesen. So war es halt einfach nur verbuggt. Ja, dann los!
Das war's wohl. Wir sind direkt hinter dir. Oh, mal schauen, was sich dahinter verbirgt, ne? War eine lange Reise bis zu diesem Zeitpunkt. Ich habe beim letzten Mal schon gedacht, dass wir das Game maybe heute durchspielen werden. Maybe hatte ich recht. Stunde der Wahrheit. Das mache ich nicht, das macht automatisch. Komm. Hier, endlich. Jetzt kennst du die Geschichte. Wie wir es versuchten. Wie wir scheiterten. Wie unsere Hoffnung erlosch. Außer einer. Deine Hand. Ein Funke. Ein Funke, die Welt zu retten. Warte! Berühre das Podest nicht. Minerva? Du? Aber wie? Du gingst und hast das Gerät zerstört. Glaubst du denn, es gab nur das eine? Was bitte geht denn hier vor? Du darfst sie nicht befreien. Befreien? Juno lebt in diesen Mauern und wartet auf ihre Freilassung. Ich werde es erklären. Während wir die Welt retten wollten, wollte sie sie stattdessen erobern. Sie nutzte unsere Maschinen für ihre eigenen Pläne. Weissagung durch Zahlen. Die Existenz folgt einem Muster. Die Berechnungen zu verstehen, als die Zeit zu zählen, das war mein Ziel. Ich baute das Auge, um uns zu helfen. Doch sie nutzte es für ihre eigenen Zwecke. Als wir den Verrat bemerkten, haben wir es beendet. Und dann ging es. Doch zuerst riefen wir dich, damit du es erneut versuchst. Wir dachten, ohne sie sei es sicher. Nun sehe ich, wir wurden getäuscht. Sie überlebte, sie verharrte und sie begann zu arbeiten. Jahrhunderte liefen Tinia und ich durch die Welt, um den Funken der Zivilisation wieder zu entfachen. Wir teilten unser Wissen so gut es ging. Wir waren nicht die Einzigen. Und trotz all der Macht, die wir besaßen, würde der Tod uns holen. Doch bevor er das tat, wollte ich einen letzten Blick erhaschen, ob wir Erfolg hatten. Und so bist du jetzt hier. Ich hoffte, ihr findet diesen Ort und vollendet unser Werk. Doch es ist zu spät. Ihr und die Templer habt über unsere Überreste gestritten. Ihr habt Jahrhunderte vergeudet. Und so habt ihr eure Chance vertan. Du kannst das Ende nun nicht mehr aufhalten, Desmond. Du kannst es nur... Sie lügt! Berühre nur das Podest und die Welt wird gerettet. Besser die Welt verbrennt, als die da zu entfesseln. Ist das wirklich so? Dann zeig es ihm. Aber er wird nicht verstehen. Es ist kompliziert. Es ist... Zeig's mir. Hörst du auf Minerva, wenn die Sonne triumphieren? Der Boden wird aufbrechen.
und Feuer in den Himmel spucken. Die ganze Welt wird brennen. Doch das ist nicht das Ende. Nur ein Vorbote seiner Ankunft. Es folgt Dunkelheit. Dann kehrst du zurück, entschlossen, die Grundlage zu legen, damit eine solche Tragödie nie mehr geschieht. Du wirst ein Symbol für die, die überlebten. Hoffnung, Wissen, Entschlossenheit. Du inspirierst sie zum Wiederaufbau, zu einem Neuanfang. Und mit der Welt wird auch die Menschheit genesen. Doch du bist nur ein Mensch, schwach und sterblich. Du verlässt diese Welt und bleibst nur eine Erinnerung, ein Nachlass. Erst gedenkt man deiner als Held, dann als Legende und mit der Zeit als Gott. Das ist das grausamste Schicksal, Worte in guter Absicht zu schreiben und zu sehen, wie sie verfälscht werden. Was das Leben ermutigen sollte, wird zum Vorwand, es zu beenden. Und so siehst du jetzt, das, was war, wird wieder sein. So sag mir, ist das nun besser? Sie würde dich opfern. Sie würde die Welt opfern. Und einfach nur, weil sie mir die Genugtuung nicht gönnen will. Sie wird deine Rasse versklaven, Desmond. Kämpft ihr denn nicht deswegen? Seid ihr nicht deshalb hierher gekommen? Um die Zukunft eurer Rasse zu sichern und ihre Freiheit. Welche Zukunft? Welche Freiheit? Milliarden sterben und der Zyklus beginnt von vorn? Die Welt kennt nichts weiter als Schmerz und Horror, seit wir sie verließen. Unser Geschenk an sie. Und du willst es wiederhaben. Genug! Du darfst das nicht tun. Was immer Juno plant, wie schlimm es heute auch scheinen mag, wir werden sie aufhalten. Doch die Alternative, das, was du willst, hat keine Hoffnung. Befreist du sie, wirst du vernichtet. Es wird sehr, sehr schnell gehen. Und ohne Schmerz. Tu es nicht! Es ist getan. Die Entscheidung steht. Dann musst du mit den Konsequenzen dieses Fehlers leben und sterben. Verschwindet! Ihr alle, jetzt! Geht so weit weg, wie ihr nur könnt. Komm mit uns! Wir finden einen Weg! Keine Zeit! Sohn. Du weißt, dass es stimmt. Es hat begonnen. Ich muss das tun. Also geht! Geht! Mach's gut, Desmond. Eine Art global auftretendes Nordlicht. So etwas noch nie zuvor gesehen. Augenzeugen beschreiben elektrische Stürme und plötzliche außergewöhnliche Wetterphänomene. Die Bevölkerung auf, ihre Wohnungen nicht zu verlassen. Und auch Geologen berichten von seismischen Aktivitäten im pazifischen Feuerring. Der Nordosten Kanadas erlebt zurzeit die schlimmsten Wetterkapriolen. Beginn der Aufzeichnungen. Satelliten und Transformatoren fallen aus, während der Sonnensturm immer stärker wird. Weltweit wird von Stromausfällen berichtet. Scheint zurückzugehen. Leichte seismische und vulkanische Aktivität wird berichtet. Aber nicht mehr in der vorherigen Stärke. Natürlich wird es mehrere Tage dauern, bis Experten die tatsächlichen Schäden des heutigen Ereignisses festgestellt haben. Aber das Schlimmste scheint vorüber zu sein. Wir halten Sie über die Entwicklung der Geschichte auf dem Laufenden. Vollbracht. Die Welt ist gerettet. Du hast deine Rolle gut gespielt. Aber nun ist es an der Zeit, dass ich die Meinung spiele. Mach's gut, Desmond. Das war's mit Assassin's Creed Teil 3. Was ist das links oben in der Ecke? Weiß nicht, was da ist. Komisches Symbol. Egal.
Ja, ein absolutes Hammer-Game, wie ich finde, absolut. Aber wir hatten halt leider wieder mal, wie bei den meisten Games, nicht die Chance, das so am Stück durchzuspielen, sonst hat sich eher ein bisschen gezogen. Es ist ganz klar das beste Assassin's Creed in der Liste bis jetzt. Ich habe die Rangliste nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube, mittlerweile haben wir immer nach unten sortiert. Also halt von Teil 1 immer wieder neu, einen neuen Platz 1 aufgestellt quasi. Obwohl, nee, ich glaube, ich fand The Brotherhood cooler als Teil 2. Moment, aber das macht keinen Sinn. Das ist Bullshit, was ich laber. Ja, Hammer Game. Also so das Setting, damit hast du mich halt, ne? Amerika, Unabhängigkeitskrieg, saugeiles Setting, finde ich. Hab mal gut was draus gemacht. Am Ende war es halt jetzt leider ein bisschen buggy. Das hat halt die komplette Stimmung, fand ich, gekippt. Mit dem Fight gegen Lee. Das hat halt die komplette Stimmung auseinandergezogen, fand ich. Das war halt komplett für den Arsch. Bisschen weird auch der Tod von Lee danach. Also, dass wir uns einfach innerhalb von einem Cut halt dann hinsetzen und dann geht er halt drauf. Es war episch gedacht. Ich fand es eher ein bisschen weird, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, und so weiß man, wie damals 2013 die Erde gerettet wurde. So weiß man's. Finde ich ein sehr gutes Setting, dass man sowas, also dass man halt so, im Fall, also dass man es halt ins echte Leben mit einbindet. So ein bisschen halt die dritte Wand durchbricht. Dritte Wand? Dritte Wand, glaube ich, war das, ne? Und quasi, dass man dem Zuschauer ein Thema gibt, worüber man, erstaunlicherweise haben wir gerade genau 20.13 Uhr. Wäre cooler gewesen, wenn wir ein paar Minuten schneller gewesen wären. Oder ein paar Minuten länger gebraucht hätten, so rum. Weil dann wäre das genau auf 2013 halt passiert. Ich finde es cool, dass man das Setting halt um das Jahr 2013 und den bevorstehenden Weltuntergang nimmt. Weil ich finde, dass sich Spieler, die die Zeit miterlebt haben, und auch die Zeit davor natürlich, sehr gut da hineinversetzen können dann. Weil du halt quasi diese dritte Wand durchbrichst, weil du halt eine realistische Situation gerade besprichst, die einige der Spieler halt mitbekommen haben. Das Spiel kam ja auch irgendwann, weiß ich nicht, das kam ja sogar noch vor 2013 raus, glaube ich. Ja, und so weiß man, wie damals die Welt gerettet wurde, ne? Ich guck dann noch mal gerade, wir lassen den Abspann ja sowieso durchrattern. Assassin's Creed 3 kam 2012. Ja, gut, wurde 2012 veröffentlicht, ne? Am 30. Oktober. Ja, ich fand's absolut. Ich fand das Setting, damit hast du mich halt, wie gesagt. Ich fand das Setting super geil, Unabhängigkeitskrieg. Du hast auch den ersten Templer, der getürmt ist. Den ersten Assassin, der getürmt ist mit Haven. Ich konnte mich an viele Quests überhaupt nicht mehr erinnern. Zum Glück, fand ich gut. Wie gesagt, ich meine, ich habe das Spiel auch zuletzt halt, wie gesagt, wahrscheinlich 2013, 14 oder so gespielt. Dann halt dementsprechend als 11, 12-Jähriger oder so. Oder auch als 12, 13-Jähriger so rum. Ich fand's sehr, sehr geil auf jeden Fall. Als nächstes in die Reihe würde dann Liberation kommen, glaube ich. Da mache ich mich mal schlau, wie lang das Game ist. Ist, glaube ich, mehr. Ist es ein DLC? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir haben hier auch noch irgendein DLC. Also das Spiel ist noch nicht vorbei. Wir machen mindestens noch einen Run, wo wir noch Klamotten zusammensammeln. Und die maritimen Missionen spielen werden, rund um Captain Kidds Schatz. Dafür, glaube ich, nehmen wir uns dann nochmal einen Tag. Oder zwei Tage Sachen sammeln und dann Captain Kills Schatz. Gucken mal, wie viel Zeit wir haben. Dann nächste Woche, denke ich mal. Weil diese Woche werde ich dann nicht mehr zukommen. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Game. Wie gesagt, meine neue Platz 1 in der Rangliste natürlich. Und dann schauen wir mal, was Liberation bringt. Da habe ich gar keine Ahnung von. Wirklich gar nichts, da weiß ich nichts von. Das hatte ich noch nie auf dem Schirm, das Game. Und danach auch nur Assassin's Creed 4.
kommt dann und danach weiß ich auch nichts mehr. Oh Gott, Mucke. Hauptreihe, was heißt denn Hauptreihe? 2, 3, ne, 2 Brotherhood, Revelations, 3 und dann kam 4. Aber irgendwo kam dazwischen doch auch alle Spiele. Ich google gerade, by the way. Syndicate? Nein. Achso, das ist zeitlich sortiert. Ja, ne, das ist ja Schwachsinn. Der historisch richtigen Reihenfolge, ne, das ist auch Bullshit. Ne, ich will da schließlich nicht in der Timeline, sondern ich will halt alle Assassin's Creed aufgezählt haben. Da hatte ich mal eine Seite für. Dann kommt 4, aber irgendwo war da noch Spin-off und andere Spiele. Liberation, da. Ah, aber das kam nicht für PC, wa? Glaube ich. Deswegen hatte ich davon keine Ahnung. Doch, es kam auch für PC, Liberation. Handlung will ich nichts zu lesen. Okay, das muss ich mir tatsächlich noch kaufen. Das habe ich nämlich noch nicht. Aber das wird dann das nächste dran kommen, sehr wahrscheinlich. Gucken wir mal, wie lang das ist. Ich habe auch noch, was ich auch noch unfassbar gerne spielen würde, bevor es früher oder später abgeschaltet werden wird auf PC, ist GTA San Andreas. Vielleicht ziehen wir das vor. Handlung der Hauptgeschichte des Spiels voraussichtlich zwischen 12 und 15 Stunden. Okay, das ist jetzt nicht so viel. Also von Liberation halt. Naja, werden wir mal gucken. Vielleicht ziehen wir halt auch San Andreas vor. Natürlich den Originalteil, nicht das Remake. Von den Remakes bin ich überhaupt kein Freund. Das spiele ich viel lieber das Original. Dann schauen wir mal. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall ein Projekt wieder beendet. Dann fangen wir im nächsten Monat mit dem nächsten Teil an. Oder dann halt mit San Andreas. Gucken wir mal. Ihr könnt natürlich auch gerne Feedback dazu abgeben. Da bin ich natürlich auch immer offen für. Was wir denn als nächstes dann spielen sollen. Ich hätte schon Bock, meine Assassin's Creed Pause zu machen. Ja, es zieht sich schon ein bisschen an, jedes nacheinander durchzuzocken. Ist geil, keine Frage. Aber es zieht sich halt ein bisschen, ne? Deswegen mal vielleicht was anderes einstreuen oder auch, weil ich halt Angst habe, dass die alten San Andreas, die Originale halt früher oder später abgeschaltet werden, weil ich glaube auf den Next-Gen-Dingern, also irgendwo hat ein Kumpel von mir gesagt, da ist das alte, kannst du das alte San Andreas und GTA 4 nicht mehr spielen, weil es abgeschaltet wurde. Oder zumindest San Andreas, glaube ich, weil da kam ja jetzt Remake raus, dass du das nicht mehr spielen kannst. War auf irgendeiner Konsole, keine Ahnung wo. Ich würde es halt PS4 sein oder so. Und da ich Angst habe, dass das auf PC passiert und mein Kumpel, der sich da ein bisschen bewanderter ist als ich, würde sagen, das wird auch auf PC passieren und deswegen vertraue ich dem und deswegen müssen wir zeitnah dann noch ein bisschen GTA San Andreas rein streuen und das halt jetzt als noch ein weiteres Projekt zu machen, finde ich ein bisschen schwierig. Ich meine, wir haben dann auch noch FIFA, wir haben klar F1, das kommt, das zähle ich aber nicht dazu, weil das machen wir sowieso jeden Tag eigentlich. Wir haben dann halt noch FIFA, wir haben gerade Skyrim, was immer noch ein Giga-Projekt ist, da wird sich auch noch ein paar Jahre hinziehen, hoffe ich mal. Wäre zumindest enorm geil.
Ja, wir haben halt entweder ein Assassin's Creed oder so. Wir haben gerade noch Star Wars. Star Wars Dings, Bums, Teil. Wenn wir damit durch sind mit Star Wars, werden wir auch noch ein Star Wars Teil spielen. Dann werden wir uns nämlich hier Rogue Dingens da angucken, Rogue Squadrons angucken. Das dauert aber nicht so lange. Also irgendwann kommt mir dann auch Lego Star Wars. Ich glaube, im April kommt Lego Star Wars. Bis dahin hätte ich eigentlich gerne Squadrons, das ist nicht lange, und Fallen Order durch, das müsste locker ausreichen. Bis wir dann im April mit Lego Star Wars anfangen können, weil da habe ich hart Bock drauf. Ich sag's, wie es ist. Lego Star Wars habe ich halt hart Bock drauf. Das wird sehr cool werden. So. Für die Leute im VOD, es kommt natürlich noch ein bisschen was, deswegen nicht wundern, wenn hier nach noch Folgen sind. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen bei euch. Es war ein sehr, sehr schönes Abenteuer. Ich bedanke mich für jeden Einzelnen, der dabei war. Ich bin nämlich jetzt, ich denke mal still, bis das hier durchgerattert ist. Ich weiß nämlich nicht mehr, was es noch zu quatschen gibt. Während wir hier auf das Ende des Endscreen warten. Ich höre da mal ein bisschen leckt. Könnte ich eine Pinkelpause einbauen? Ich könnte eigentlich eine Pinkelpause einbauen. Gut, genau da bin ich weg. Mir geht's weiter wahrscheinlich. Also wie gesagt, es ist noch nicht vorbei mit dem Game. Wir machen noch, ich denke mal noch mindestens 2 Sessions. Eine noch, wo wir noch alles an Collectibles sammeln. Alles an Collectibles. Und im nächsten Run pumpen wir dann das Schiff auf und machen die maritimen Missionen noch. Als kleiner Vorgeschmack auf Teil 4. Ich weiß nicht, was in Liberation vorkommt. Deswegen, weil das könnten wir eigentlich mal dann gucken, dass wir das irgendwie in so ein paar Takes durchziehen tatsächlich. Das wird sowieso nicht lange dauern, wie gesagt. Ich habe gelesen, reine Missionszeit 15, 14 Stunden um den Dreh, irgendwie sowas, 12 bis 15 Stunden, glaube ich. Also lass uns mal maximal 30 dafür brauchen. Dann sind wir damit auch in, ich glaube, weiß ich nicht. Angenommen, wir waren so 4 Stunden, müssten wir damit fast in den 10 Parts circa durch sein. Ganz in etwa gerechnet. Ich bin die ganze Zeit mit dem Kuli rum.
Oh, das sieht aus, als hätten wir den Endscreen überlebt. Den nächsten Endscreen, den wir überlebt haben. Passiert noch was. Davenport-Siedlung, 783. Epilog. Ja, ich hab nicht vergessen, es gibt einen Epilog. Cool. Ja, dann haben wir heute noch ein bisschen zu tun, nicht? Jetzt können wir das Kriegsball entfernen. Unsere Aufgabe ist getan. Tatsächlich noch was zu tun. Wir haben spielbaren Epilog. Das ist sehr geil. Damit hatte ich in dem Teil noch nicht mit gerechnet, tatsächlich. Wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir denn hin? Das ist ja Louisiana hier unten irgendwie. Aber nee, die Westküste ist noch größer. Die Ostküste. Das hier unten ist New York. Ab. Oh doch, jetzt kommt das hin. Okay, das sah viel weiter weg aus. Hafenmeister. Hier mitmachen? Wow, das ist echt nur eine Map. Aber schön, da haben wir wenigstens ein bisschen was zu tun. Moin, Meister. Ich würde ja... Hier ist doch New York. Achso, doch, das stimmt wohl. Ist ja viel größer. Dann nehme ich mal nach New York. New York war ja anscheinend richtig. Na ja, guck mal. So viel gibt es auf dem Weg gar nicht mitzuholen. Dann gucken wir mal, was wir jetzt noch machen müssen. Ich finde es interessant, dass man hier einen Epilog eingebracht hat, obwohl es ja eigentlich nicht funktioniert. Weil wer spielt das gerade? Oder wer erlebt das gerade, sagen wir mal so. Weil Desmond ist ja nicht mehr. Wer erlebt das gerade? Ja. Ich meine, klar, das ist natürlich trotzdem passiert. Auch wenn das keiner erlebt, quasi. Oh, was wir hinten was zu tun haben. Lebensmüde. Unruhestifter. Die Wache. Wenn was auch noch als Projekt ansteht, wird Red Dead Redemption, ne? Wenn das Remake angekündigt wird, würde ich ganz gerne noch einen zweiten One Red Dead Redemption spielen. Auf bösen Arthur. Tag der Evakuierung. Amerika braucht eure Dienste nicht. Schickt sie nach England! Ich sag!
Knie nieder! Okay. War jetzt so eine Katze anscheinend? Frieden von Paris. Oder Zeichen 1763. Der Vertrag, mit dem der Krieg zwischen Großbritannien und den Vereinigten Staaten beendet wurde. Jetzt schon jetzt mit dem Pariser Frieden von 1763. Der den Siebenjährigen Krieg beendete. Oder den Pariser Frieden von 1796. Es gibt ein paar Pariser Frieden. Oh, da ist noch ein Fragment. So klappt aber keine Leiter hoch, Connor. Ich sag's nur. Und damit haben wir auch unseren Stream-Titel erfüllt. Und zwar werden jetzt wahrscheinlich, also ich gehe davon aus, die letzten Rotröcke weg sein. Kannst du bitte aufs Dach klettern? Ich will noch einfach außen rumgehen. Und müssen wir überhaupt in New York hier irgendwie? Nee, das ist nämlich Grenzland, guck mal. Ja, ich möchte nach Grenzland reisen. Wenn wir hinrennen sollen, ne, hätte man noch Stuff auf dem Weg mitnehmen können. Das war nicht so smart. Naja. Hier ist direkt ein Schnellreisespot. Auf dem Weg brauchen wir ja nicht mehr so viel. Wie gesagt, wir werden dann noch auf jeden Fall mindestens zwei Sessions machen. Einmal alles leer looten. Damit dann hoffentlich genug Geld verdienen für die zweite Session. Oh, da weiß ich nicht. Hallo, der Herr. Wenn du hungrig bist, ich hab genug. Nein, danke. Wo sind denn alle hin? Nach Westen. Ist schon eine Weile her. Anscheinend hat der Kongress das Land einem Mann aus New York zugesprochen. Was? Das passiert jetzt immer öfter. Die Regierung sagt zwar, sie nehmen kein Land, das schon bewohnt ist, aber... Wie konnte das nur passieren? Ja. Wir sind jetzt allein. Überhaupt kein Geld und keine Hilfe aus England mehr. Das heißt, wir müssen jetzt alles selbst machen. Und selbst bezahlen. Land ist schnell und leicht verkauft. Und nicht so lästig wie Steuern. Und da angeblich der ganze Krieg nur deswegen ausgebrochen ist, will sie keiner so schnell zurück. Sind kluge Köpfe unsere neuen Anführer? Die greifen noch nicht ganz so hart durch. Noch zu früh für Steuern. Zu britisch. Danke. Pass auf. Ja, es ist dann doch so gekommen, aber naja. Was willst du machen? Okay, ich glaube nicht mehr, dass das noch Quests sind, sondern halt einfach nur noch ein paar Sequenzen. Noch im Nachhinein ein bisschen was erklären, vielleicht sogar einfach in jeder Area. Weil jetzt geht's nach Boston, wahrscheinlich. Ja, jetzt geht's nach Boston.
Okay, wie gesagt, sollen wir noch ein bisschen was zu tun. Und ein bisschen durchrennen. Aber ja, es hat halt nicht geholfen im Endeffekt. Dennoch wurden die Ureinwohner vertrieben. Okay, alles läuft wieder. Der Code ist total gehackt. Hübsch gehackt, aber gehackt. Der Wurm hat 3 Pivots gefunden, die hätten wir also. Du musst die übrigen selbst von innen finden. Mit den 3 können wir den Rest triangulieren. Das habe ich sauber gehackt, wenn ich das mal so sagen darf. Jeder Pivot findet andere in der Nähe. Insgesamt sollten es 12 sein. Jeder, den du findest, sollte einen Hexwert liefern. Genau die brauchen wir. Wenn du alle hast, sequenzieren wir den Code, packen die Daten und aus die Maus. Tja, treib dich nicht zu viel im revolutionären Amerika rum. Ich weiß, es ist verlockend. Was ist denn gerade? Okay. Irgendwas hacken? WTF? Erst unser Animus. Finger weg. So, ich habe 2 unserer Pivots gesetzt. Nicht leicht von hier aus, das kannst du mir glauben, aber sie sind da. Du siehst, wie die beiden einen Vergrabenen aktivieren. Oder so. Nimmst du den 3, den wir haben, dazu, findest du den genauen Standort des Vergrabenen. Dann hol die Hexziffer und wieder von vorn. Wenn du die Chance hast, ich würde wahnsinnig gern Franklins Glasharmonika sehen. Nur als Hinweis. Viel Spaß. Was sind Pivots? Pivot aus der Welt entfernt ist ein Pivot aufgehoben. Kann eine Kommandosposition neu gesetzt werden. Was? Ich rate gerade gar nichts. Was? Hä? Moment, das muss ich rall gar nichts. Ich komme wieder auf den Schlauch. Was ist gerade passiert? Was sind Pivots? Was muss ich tun? Was ist vergraben? Was? Ich rall gerade überhaupt nichts. Pivot wurde in Boston gesetzt. Sie können ihn woanders setzen. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ihr habt Nerven, passt doch auf! Ich habe ja alles! Entschuldigung, oh Gott. Kann einfach mal da oben hin, was da markiert ist. Jetzt haben wir auch immer keine Quest mehr. Ich weiß auch nicht, wer da gerade mit mir gesprochen hat. Ich bin super perplex gerade. Was passiert? Das Spielzeug nehmen die ihm noch weg. Ganz sicher. Oh. Heute bin ich extra großzügig. Was will er denn mit der Waffe? Hier soll der andere Pivot irgendwo sein. Unten ist er auch. Ich mach mich mal schlau, was das Pivot Row. Das ist doch kein Wort.
Pizeta, Pedro, Pivetau. Little. So, lol. Bei Wilkins. Okay, es gibt auf jeden Fall noch ein bisschen was in Boston zu tun. Hui. Das scheint es aber jetzt auf jeden Fall mit dem. Mit der, sagen wir mal, Storyline soweit gewesen zu sein. Es gibt auf jeden Fall noch was zu tun, wie gesagt. Jetzt müssen wir mal gucken mit den Pivots. Muss ich mich mal schlau machen und schauen wir mal, wie viele. Letzte wir noch spielen, wie viele. Ründchen. Oh, toll, jetzt habe ich noch mehr. Ich wollte mal ein bisschen Beef gerade machen. Und jetzt ist everybody pissed. Mich da unten auch anscheinend gesehen. Oh, ich war abgeschmiert, schade. Na gut. Animus verlassen kann ich nicht mehr, ne? Nee, natürlich nicht. Aber mit dem Hauptgame sind wir durch.